Hallöchen und Söchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Ordnungshütern Söchen. Ja, mit Sepp, Jay und Peter. Hallo. Hallo, Anni. Boah, du machst das noch gar nicht so lange und ich habe das Gefühl, dass dir jetzt schon die guten ausgehen. Ja, scheinbar. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich es wieder lassen. Nee. Ich möchte, dass du das weiter durchziehst. Das ist immer lustig. Ein schöner Anfang. Naja. Ciprian hat das Ganze hier vorbereitet. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Drei Dankeschön. Runden. Dankeschön. Wir müssen wieder Sachen sortieren. Nee, Zypresse ist das, ne? Und wir beginnen mit der ersten Runde. Und ihr sollt bitte Lieder nach ihrem Erscheinungsjahr sortieren. Von spät oben, also aktueller nach früh, also weiter weg, also weiter lang her, ne, ihr versteht schon, unten. Und ich gebe euch vor, Britney Spears, Oops, I Did It Again. Aus welchem Jahr? Das sage ich euch nicht, natürlich. Und, aber bei der Vorgabe wird es normalerweise gesagt. Nee, ist nicht richtig. Das, manchmal wird das auch am Ende erst gesagt. Okay. Ich sag's euch jetzt nicht. Ich kenne das so, dass man das immer sagt. Aber ist okay, wenn wir es nicht machen, dann nicht. Ja, ist ihr sollt bitte einordnen. Alle gleich. Genie in a Bottle von Christina Aguilera. Scheiße, hast du mehr Plan. Wind of Change von Scorpions, Rasputin von Bonnie M, okay. In the End von Linkin Park, Gangnam Style von Psy, Pokerface Lady Gaga, Billie Jean von Michael Jackson, Mensch von Herbert Grönemeyer und Nothing Else Matters von Metallica. Und Sepp beginnt. Zwei, beziehungsweise einen Fehler darfst du dir erlauben. Entschuldigung, wer beginnt? Sepp, du beginnst. Sepp, ich habe Sepp nicht verstanden. Ich habe nur beginnt und habe nicht verstanden. Ich nehme Ich sag's euch nur nochmal dazu. Ich mag Herbert Grönemeyer, ja, ne? Mensch, der Mensch heißt Mensch, weil er später ist als Britney Spears. Also Mensch auf die 1. Das ist uncool, dass das hier so gelbi ist. Ich mach das kleiner. Mensch auf die 1? Ja. Das ist richtig. Peter. Das hätte ich nicht gewusst. Scheiße, ich dachte, das weiß doch jeder. Nope. Aber ich bin sowieso lost as fuck. Aber Psy Gangnam Style wird noch später als Mensch gekommen sein. Also spät im Sinne, doch, das, nee, warte mal, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Lieder nach ihrem Erscheinungsjahr. Ach so, Mensch ist länger her als Oops, I Did It Again. Nee, oder was? Ich sag's nochmal, weil ich das auch schon am Anfang erklärt habe, deswegen erkläre ich es jetzt nochmal. Spät ist 2024, Peter, früh genau. Ist 1900. Genau. Okay, dann habe ich es doch richtig verstanden. Okay, dann wusste ich das mit Mensch nicht. Gangnam Style ist aber noch später als Mensch. Also Gangnam Style auf die 1, bitte. Oh. Und das ist richtig, Jay. Michael Jackson, Billie Jean, früh. Auf 4. Also noch vor Britney Spears. Ja, der war doch da schon tot. Ja, ich glaube nicht 2002 oder sowas war der noch nicht tot, als Britney Spears das gesungen hat. Michael Jackson, Billie Jean auf dieser Position, mein Gott, ist korrekt. Und wir gehen wieder zu Sepp. Ich möchte nicht in die 2000er-Region gehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte an der Stelle sagen, ich kenne jedes Lied. Ich kenne auch jedes Lied. Not bad. Also mir sagt jedes Lied was. Aber pff. Ich nehme Wind of Change. Scorpions, Wind of Change, das ist auch puren alt. Das klingt doch schon alt. Aber ich nehme, glaube ich, Bonnie M. mit Rasputin und pack die auf die 5. Ra, ra, Rasputin, ra, da, das ist doch ra, noch ra, älter. Ra, ra. Und Rasputin ist früher als Billie Jean, richtig. Auch recht gehabt. Peter. Aber Scorpions ist doch noch früher, oder? Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Scorpions auf die 6. Da, da, da. Peter hat schon abgeschenkt. Das ist falsch. Peter, das ist dein erstes Kreuz. Lastend. Du darfst noch weiterspielen. Jay ist jetzt dran. Deshalb war mir das auch zu heiß mit den Scorpions. Also, ich würde eigentlich
Christina Aguilera auf die 2 setzen. Aber? Bin vielleicht falsch, weiß ich nicht, aber so. Ich muss ja irgendwann was ich sagen. Ich glaube, das ist ein Call. Okay, das ist also ein Call. Christina Aguilera also, auf ich die 2. Kann ja, ich... Christina Aguilera ist jetzt nicht bei Bonnie M, aber ist halt jetzt auch nicht die neueste, glaube ich. Ich würde sagen, das ist falsch. Weil ich kann auch durchaus sein. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kenne nur das Lied. Ich weiß nicht, von wann das ist. Christina Aguilera gibt es ja auch schon seit 50 Jahren. So wie du es einsortiert hast, ist das falsch. Das ist dein erstes Kreuz und Sepp ist dran. Als einziger bisher kein Kreuz. Christina Aguilera ist die Dirty-Frau, ne? Ja. Von der hatte ich ein Poster im Zimmer damals. Die Dirty Frau ist so Britney Spears, die ist so dirty. Nee, aber die hat den Song gemacht. Christina Aguilera war dirty, dirtier. Ah. Was für ein Britney Spears war das Schulmädchen und Christina war die Domina. Mhm. Ja, Sepp, du hast ja, also wir haben jetzt hier zweimal falsch. Du hast eigentlich die freie Auswahl, hier richtig schön zu snacken. Ja, ist richtig. Ich habe bei Christina Aguilera auch ein anderes Lied gelesen oder mir gedacht. Genie in a Bottle ist natürlich noch älter. Ich nehme Christina Aguilera und pack die auf die 3. Okay, also Christina war als Mensch, aber später als Oops, I Did It Again. Und Sepp, damit... Ist das auch dein erstes Kreuz? Christina Aguilera auf die 4. Ah, sie flippt uns alle, ey. Christina Aguilera auf die 4 ist korrekt, Peter. Schön abgesnackt. Böse. Die haben sich doch immer gefightet, wann das ist. Ey, pass auf, ich probiere einfach nochmal. Ja, die waren auch gleichzeitig. Das war nicht so schwer. Nothing Else Matters kommt auf die 5. Das ist doch so ein längerer Gap zwischen, oder? Ja, würde ich auch sagen. 80er und dann so Anfang der 2000er. Und da ist doch Metallica in den 90er, oder? Metallica ist doch 90er. So, tun wir es mal ein. Und du hast recht. Das ist voll den Zugzwang hier. Let's go! Das heißt, ich muss einen davon einsortieren am Ende, den ihr übrig habt. Ich nehme jetzt mal... Linkin Park in the End. Das ist doch dein Ding eigentlich. Auf die 3. Ach du Scheiße. Also zwischen Herbert Grönemeyer und Britney Spears. Linkin Park in the End. Wenn das falsch ist, bist du raus. Ja, ist egal. Ich hab's getried. Aber es ist richtig, nein, Sepp. Nein. Da ist so ein großer Gap gewesen, da musst du da rein. Wann kam denn Mensch? Mann, Peter? Und ist Pokerface neuer als Gangnam Style oder älter? Mhm. Das sind die Fragen, die uns hier bewegen. Ich glaube, da hast du tatsächlich die größten Chancen. Ja, glaube ich auch. Also, Gangnam Style verbindet man ja immer mit, das ist ja hier YouTube und Neuland. Ist Pokerface deswegen älter oder ist das der Bait? Pokerface. Ist mir auf jeden Fall mehr im Gedächtnis geblieben als Gangnam Style, muss ich sagen. Hä? Opa Gangnam Style. Wer von denen ist eigentlich schon alle beim Super Bowl gewesen? Außer Lady Gaga, glaube ich, keiner, oder? Christina Aguilera? Michael Jackson war beim Super Bowl? Ja. Ernsthaft? Mhm. Der ist aufgetreten, ist auf die Bühne gesprungen und hat erstmal 2 Minuten gar nichts gemacht, sondern die Leute haben einfach nur applaudiert, er hat sich nicht bewegt. Und dann geht's los. Geil. Ja. Guckst du dir manchmal so alte Michael Jackson-Videos an, Andi? Nee, aber so Super Bowl-Sachen habe ich mir angeguckt von früher. Ah. Also, kann ich verstehen. Das ist cool. Okay, komm, ich muss ja hier, für mich ist das eine 50-50-Chance. Ich entscheide mich jetzt für Pokerface ist neuer als Gangnam Style. Kann man machen. Hätte ich auch die 1. Ja, hätte ich, glaube ich, auch gemacht, wenn ich unter Zugzwang bin. Aber ich werde ihn auf die 2 setzen. Kann richtig ich sag das. Lady Gaga auf die 2, wenn das falsch ist. Das ist ja verrückt. Und Peter, das ist falsch. Das ist dein zweites Lady Gaga auf die 2. Probieren wir das mal damit. Lady Gaga auf die 2 für Jay. Das muss doch sein, ey. Ja, das ist richtig. Ja, und das ist richtig. Ja, sehr gut. Let's so go. Assi. Oh, das ist Arsch. Mm. Was ist, wenn ich das jetzt richtig habe? Da krieg ich dann irgendwas? Kriegst du gar nichts. Dann sind wir dann, beide also mit dem. Du kannst Jay einfach. Nee, du kannst nur noch gleichziehen mit mir.
Das ist richtig, richtig fies, weil ich musste anfangen und ich muss auch einen mehr machen. Das ist ja. Bedank dich, das Leben ist so ungerecht, nicht wahr? Das Leben ist echt unfair. Eine Bitch. Scorpions. Also dieses Du-du-du, das klingt schon alles sehr altbacken, ne? Und das ist auch immer in hier, wie hießen die Sendung immer auf RTL? Wo die sich zusammensetzen. Das Amt. Chartshow. Die Chartshow, genau. Die Chartshow, Jake. Du kennst dich aus, ne? Genau, da kommen die Scorpions auch ständig vor. Also ich glaube, die Scorpions mit Wind of Change, weiß ich, die blasen weißt schon du, so bei, lange. Weißt du, wer bei GNTM letztes Jahr aufgetreten ist? Auf die Neuen. Wer ist da aufgetreten? Im Finale, die Scorpions. Krass, die leben also noch. Echt? Die leben noch, ich meine schon. Meine die Scorpions waren. Heißt ja nicht meine oder so, der Sänger? Der hat doch immer so eine Schiebermütze auf. Der ja. Lebt noch, ja. Also, Scorpions auf die Neuen, hast du gesagt, Sepp, ja? Also, ja, nach Bonnie M. Ich glaube, der ist auf der. Ich dachte, die sind auf der 8. Ich hätte ja, auf der 8 könnte gesetzt. Auch sein. Die sind nicht so alt, wie du denkst. Und Sepp, das ist falsch. Das ist dein zweites Kreuz. Und das ist auch dann die gesamte Liste. Ja. Oh, doch, die 8. Oh, genau. Ja, ich hätte noch richtig eingeordnet. Michael Jackson. Ich kann euch das kurz sagen. Oops, I Did It Again kam im Jahr 2000 raus. Herbert Grönemeyer mit Mensch 2002. Psy, Gangnam Style war 2012 und Pokerface 2008. Wow, da ist ja sogar super viel dazwischen. Oh, In The End war dann 2001? Wow. Genau, In The End war 2001. Knapp. Und Wind of Change kann man sich wegen dem deutschen Mauerfall merken. 1990 war das. Oh, das stimmt. Das macht ja das sogar Lied voll Sinn. Sind die Scorpions deutsch? Ja, das ist eine deutsche Band. Die Scorpions sind deutsch, ja. Oh, wieso heißen die dann nicht die Skorpione? Ja, international erfolgreich und so. Warum heißen wir Pete's Meat? Das versteht kein Deutscher, Peter. Stimmt, das ist holländisch. Ja. Übrigens, Rasputin von Bonnie M. war 1978 und damit hier am frühesten in der Liste. Ja, damit bekommt das ist lecker. Jay einen Punkt. Nee, zwei. Nee, zwei sogar, stimmt. Weil er Sepp hat ja kriegt einen. Hier. Sepp kriegt einen und Peter kriegt krieg drei. Du als Erster hier zwei Kreuze hattest. Okay, das war die erste Liste. Aber wir haben ja noch zwei. Und wir gehen in Runde Nummer zwei. Und ihr sollt bitte diese führenden Weinbauländer nach ihrer Produktionsmenge sortieren im Jahr 2021. Kacke. Das Schöne ist, selbst wenn Andi jetzt sagt, Deutschland 30 Milliarden Hektoliter, wüsste ich überhaupt gar nicht, wie viel das einzuordnen ist. Ei. What? Also, nach Produktionsmenge im Jahr 2021 ja, Peter. Von viel oben nach wusste, wenig. Und ich hab mich schon gefragt. Das ist dein Ding, Peter. Keine Ahnung. Das ist dein Ding. Deutschland ist vorgegeben, ihr sollt Moldawien, Rumänien, Südafrika, USA, Frankreich, Portugal, Griechenland, Ungarn und Spanien ansortieren. Und Peter, du beginnst. Das ist richtig hart. Griechischer Meinst Wein du? Ist auf jeden Fall auf viel, oder Peter? Ich überlege gerade, ob ich direkt ärgern kann oder damit voll in die Scheiße laufe, aber ich setze mal Spanien über Deutschland. Ernsthaft? Auf viel. Das würde ich schon nicht machen. Echt nicht? Spanien hatte immer Dürre und so, das geht auch gar nicht. Also Spanien auf die 1, Peter? Ja. Hätte ich jetzt schon keinen Plan von. Das ist richtig. Okay, Frankreich auf 1. Ja. Da kommen doch die meisten Weine her. Und auch das stimmt, Sepp. Wenigstens hier schon mal richtig gesnackt hier. Also. Deutschland ist gar nicht so viel, ne? Die haben eigentlich nur so zwei Bundesländer gefühlt. Also, ich hab so gar keine Ahnung. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, oder? Gibt's doch woanders Wein. Gibt's bayerischen Wein, da gibt's doch nur Bier. Die machen aus dem Traum Bier, ja. Also ich hab so, jetzt habt ihr ja schon ganz gut Frankreich ja auch auf die eins gesetzt und dann wäre es das gewesen. Ich nehme mal. Ungarn und setzt es auf die 4. Also finde ich natürlich ungern.
Aber er hat recht. Oh. Peter. Abgewendet. Jetzt kommen wir in. Ich habe keine Ahnung. Oh, hast du richtig. War fiese Wörter, die fiese Sachen, die du gemacht hast mit Spanien. Aber was hattest du denn gedacht? Ich dachte, Spanien hätte. Ich dachte, ich hätte irgendwo mal gehört, dass Spanien sogar mehr als Frankreich hat, aber das war dann nicht der Fall. Ah. Okay. Peter, hast du schon mal aus jedem dieser Länder einen Wein getrunken? Nein. Was ist denn so wahrscheinlich Deutschland und. In Rumänien trinkt man doch nur Blut, oder? Ich trinke den gerne aus den USA. Ich will jetzt auch nicht sagen, aus welchen Ländern ich schon Wein getrunken habe. Amerikanischen Wein? Ja, trinke ich gerne. Gib es nicht. Gib es nicht. Es gibt keinen amerikanischen Wein, der Alter. USA ist sowas von 5. Der heißt Breeze. Was? Man muss ja nicht glauben. Ist okay. Okay. Boah, das ist doch echt, was weiß ich, wie viel auch Ungarn macht, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Ich mach mal Portugal auf die 4. Also zwischen Deutschland und Ungarn. Ja. Oh, die machen zwar schwierig, auch viel Wein, aber vielleicht ein bisschen weniger als Deutschland, keine Ahnung. Vielleicht den Portwein? Hm. So ist das, Peter, das ist richtig. Jay. Scheiße. Komm, Jay muss richtig hart reinkacken. Ja, fangen wir an mit. Ich mag. Ja, was mag ich denn? Frag mich, ob Moldawien oder Rumänien eine davon irgendwie so finden sind. Mhm, die Angst habe ich auch. Also denk mal so, okay, ja. Es sind so kleinere Länder eventuell. Moldawien auf die 6, keine Ahnung. Ganz nach unten. Die hat vom moldawischen Wein gehört. Aber da ist die Moldau, da gibt es bestimmt viele Weinbauanbaugebiete. Ja, es gibt überall Flüsse. Aber in dieser Liste aktuell am wenigsten Jay korrekt einsortiert. Unangenehm. Okay, ich beschere uns jetzt das erste Kreuz, okay? Gönn. Mhm. Aber wie? Ich nehme Griechenland und pack das auf die 5. Einfach mal reinficken. Es hat auch funktioniert, das ist falsch. Ja. Nice. Griechenland hat er auf die 5 gesetzt. Ja. Also griechische Weine kenne ich jetzt wirklich nicht. Also klar haben wir diesen Song, griechischer Wein. Es ist ein mega riesiges Anbaugebiet, Griechenland. Ja, okay. Wir haben überall Wein. Mhm. Peter, ich habe den Strohhalm genommen, jetzt muss ich ihn nur noch greifen. Ja, ich versuch's auch. Dann setze ich Griechenland auf die 6. Okay. Griechenland einfach 1. Das wäre so witzig. Und Griechenland produziert weniger Wein als Ungarn, Peter, das ist richtig. Woo, abgesteckt. Mehr als Moldawien. Jay ist dran. Bin am Arsch. Südafrika auf die 5. Also mehr als Ungarn, weniger als Portugal. Und das ist dein erstes Kreuz, Jay. Das war nämlich falsch. Sepp ist wieder dran. Das muss jetzt passen. Nur weil ich noch nicht davon gehört habe, dass es südafrikanischen Wein gibt, heißt das nicht, dass die kaum was haben. Ralf Schumacher macht da seinen Wein. Du hast halt auf die 5 gesetzt. Einfach nur, um dich rauszuhauen. Mit du 0 Punkte. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ah, Südafrika ist schon der beste Guess, glaube ich. Die 5 weg ist. Südafrika ist schon größer als Griechenland. So von der Fläche her. Aber machen die auch viel Wein? Was saufen die da unten? Korn? Jägermeister? Südafrika auf die 6. Südafrika auf die 6. Ich nehme den Strohhalm und breche ihn ab. Das ist dein zweites Kreuz. Das ist falsch. Du bist raus. Peter hat noch eine Möglichkeit, hier zu failen. Das klang wie ein TIE Fighter. Wie so ein... Weißt du? Dann probier ich mal Südafrika auf die 4.
Also knapp hinter Deutschland, vor Portugal. Noch das ist falsch, Peter. Dein erstes Kreuz. Hier. Jay hat schon eins. Machen die jetzt mehr Wein oder machen die weniger Wein? Das ist entweder dann 3 oder 7, ne? Hm. Gibt südafrikanische Weine? So viele. Ich sag immer noch, die meisten kommen aus Frankreich. Da kriegst du spanischen Wein, habe ich schon mal gesehen, ganz häufig. Australischen Wein, der hilft mir aber nicht. Deutschen Wein. Jeder Riesling kommt doch aus Deutschland, oder? Ja. Ja. Aber Portwein kennst du doch auch, dann oder? Dann hast du Merlot, Bordeaux, alles Frankreich. Aber was noch alles gibt. Burgunder. Auch Frankreich. Alles Frankreich. Mehr gibt es doch gar nicht im Weinregal. Südafrika auf die 7. Also weniger als Griechenland? Ja, ich glaube nicht, dass die mehr als Deutschland haben, oder? Wenn ich das fürchte schon. Ist, muss ernsthaft? Peter weitermachen. Wenn das falsch ist, hat Peter diese Runde gewonnen. Und Jay, das ist falsch. Das ist dein zweites Kreuz. Juhu! Und damit Peter gewinnt diese Runde. Die Weinrunde. Südafrika ist tatsächlich Afrika. Sehr bekannt für Wein. Ja, ich zeig's euch mal, wie es komplett aufgelöst aussieht. Nämlich so, USA tatsächlich relativ weit oben. Südafrika mehr Wein als Deutschland produziert. Rumänien auch sehr gut. Ja, das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Also Deutschland hat im Jahr 2021 8 Millionen Hektoliter Wein produziert. Die USA dreimal so viel, 24 Millionen. Frankreich, ist auch im Kommen, USA, neue Welt. So heißt das. Es wird in einem Wein unterteilt zwischen alte Welt und neue Welt. Und Südafrika und USA ist zum Beispiel neue Welt. Ja, Südafrika produziert 10,6 Millionen Hektoliter, also fast 3 mehr als Deutschland. Frankreich 37,6 Millionen. Und Moldawien am Ende der Liste 1,1 Millionen. Einfach so random Moldawien da reinschreiben. Ey, keiner von uns weiß, ob da Wein herkommt oder nicht. Ja. Aber immerhin eine ganz schöne Menge. Also ja, stimmt. 1 Million Hektoliter ist jetzt nicht wenig. Okay, Peter gewinnt diese Runde, also 2 Punkte für ihn. Nee. Jay kriegt einen Punkt, weil er als zweites das zweite Kreuz bekommen hat. Wir gehen in die letzte Runde. Und da führt Jay aktuell mit 3 Punkten vor Peter mit 2. Ihr seid mit 1. Und Runde Nummer 3, ihr müsst bitte die Städtepaare hier nach Luftlinie sortieren. Alter, Geografie. Scheiße, Gigi Jonathan, fuck, ey. Also die Distanz zwischen diesen beiden Städten von viel, also hohe Distanz nach wenig, also geringer Abstand unten. Und Brüssel, Moskau, Zürich, Neapel, Athen, Prag, Amsterdam, Barcelona, Salzburg, Innsbruck, Wien, Venedig, Bukarest, Budapest, Paris, München, Liverpool, London sollt ihr sortieren. Und Rostock, Aachen ist vorgegeben. Ich sage euch aber nicht, wie viel. Und Rostock Jay und Aachen. Beginnt. Brüssel, Moskau auf die 1, auf viel. Wir wollen euch schon mal den Safen nicht. Ja, das ist richtig. Safe. Die Schmier ist schon doof. Rostock und Aachen ist jetzt auch nicht nebenan, ne? Okay, dann nehmen wir Liverpool und London und machen das auf die 3. Geringer Abstand, sagst du, und das ist auch richtig. Peter. Okay, ja gut. Was nehmen wir denn hier? Das ist auch schwierig. Ich nehme Amsterdam und Barcelona und pack das auf die 2. Ja. Also weniger als Brüssel Moskau, mehr als Rostock Aachen. Und das ist richtig. Zürich und Neapel auf die 3. Oh. Das ist auch richtig. Sepp. Wow. Du musst ja erstmal die einfache nehmen, bevor das dann auch irgendwann schwierig wird für mich.
gibt's nicht mehr so ein High-Low, sondern nur noch so Bukarest-Budapest. Ist es irgendwie direkt nebeneinander? Wo ist Bukarest? Das ist ein Stadtteil von Budapest. Ja, wirklich. Es ist einer auf der einen Flussseite und der andere auf der anderen Flussseite. Ist richtig. Ja, ne? Das war Buda und Pest, aber... Nee, nee. Athen und Prag. Ich würde mal Wien und Venedig nehmen. Und das auf die 5 packen. Also größere Distanz ist Liverpool-London, aber weniger als Rostock-Aachen. Das ist richtig. Not bad, eh? Peter. Mhm. Budapest und Bukarest sind direkt nebeneinander, Peter. Geh damit. Ich hab keine Ahnung. Darfst ja einen Fehler machen. Ja. Ich nehme Salzburg und Innsbruck. Keine Ahnung, wo Innsbruck ist. Aber ich tippe mal, dass das weniger weit weg ist auseinander als Rostock und Aachen. Also auf die 5. Wien und Venedig ist ja schon wieder ein Stück. Und das ist falsch. Das ist dein erstes Kreuz. Schade. Beginnt zu Jay. Ihr sagt aber Innsbruck was, oder? Nee, ich dachte, das wäre vielleicht in Deutschland oder so. Da waren wir auch nicht mit unserer ersten, mit unserem ersten Roadtrip, ne? Waren wir da? Daher kenne ich das. Dann dürften die doch nicht so weit auseinander sein, oder nicht? Richtig, Peter. Ja, ist richtig, Peter. Deswegen dachte ich halt so. Die unter Wien und Venedig, okay. Ja. Wien wahrscheinlich schon. Ich weiß noch nicht, ob Liverpool und London so nah beieinander sind. Das ist richtig. Aber Jay, kannst ja tryen. Mhm. Überleg gerade noch, was ich tryen möchte. Ja, wenn du das richtig hast, hast du quasi gewonnen. Was ist da dran? Nach Athen, Prag auf die 3. Athen, Prag auf die 3. Und das ist auch für Jay das erste Kreuz. Das ist falsch, Sepp. War nur Probe. Was finde ich sinnvoller? Krass. Okay, ich glaube, das ist mir zu heiß. Ich nehme Salzburg, Innsbruck und pack das auf die 6. Peter, sonst kriegst du da deinen Free. Ja, den hat er dann auf jeden Fall Free, ja. Und das ist auch für Sepp das erste Kreuz. Dann nehme ich Salzburg und Innsbruck und pack dann auf die 7. Also ganz nach unten. Und das stimmt. Ja, dann muss Athen und Prag auf der 2 sein. Ja, da hätte ich das auch hingesetzt. Das wäre meine Alternative gewesen, wenn Sepp richtig hätte. Und Athen, so, Prag. Brüssel, Moskau ist weiter weg, oder? Ja, muss. Ist richtig einsortiert, Jay. Sepp ist dran. Du hast noch Bukarest, Budapest. Ja, dann haben wir viel Spaß jetzt beim Raten hier. Und es muss stimmen. Und dadurch, dass man dann einmal den falsch hat, ne, ist man ganz schön gewonnen. Oh, das heißt, ich habe gewonnen. Egal, was passiert. Das stimmt. Yes. Nee, hab ich nicht, oder? So. Peter richtig. Nee, wenn Sepp jetzt falsch hat, würde Peter richtig haben und ich dann falsch. Dann würden wir Gleichstand haben. Ja. Wenn Sepp richtig hat und ich auch, dann haben wir Gleichstand. Dann sind wir alle gleich, oder was? Na, richtig. Dann, nee. Ja, dann kriegen alle 3 Punkte. Ja, okay. Oder 0.
Also ich glaube, Paris, München kommt auf die 4. Oh, uff. Wild. Das glaube ich nicht. Paris, München auf die 4. Neapel also ist Zürich, Neapel. Sehr weit südlich. In Italien. Und Sepp, das ist falsch. Das ist dein zweites Kreuz. Peter. Da hat sich Peter damit geholfen. Aber ist okay. Ey, ich habe zwischen 5 und 6 geschwankt bei Paris, München, muss ich sagen. Und ich entscheide mich. Ja, kann man machen. Sogar. So ein ähnlicher Weg, den du fahren musst, so Rostock, Aachen, Paris, München. Ja, die sind nicht so. Sie sind auch eine ähnliche Richtung. Ich nehme jetzt nicht den direkt unter Sepp, sondern nehme die 6. Für Paris, München. Boah. Paris, München auf die 6. Sogar noch ein bisschen weniger als Rostock, Aachen. Weil Rostock so weit im Norden ist. Ich gönn dir das. Und Peter, das hast du. Falsch einsortiert. Tut mir leid. Das ist doch auf der 5. Schade. Das ist aber sehr eng. Jay, du darfst. Wieso soll er noch was machen? Ja, ich pack's auf die 5 halt, ne? Auf die 5, ganz einfach. Und das wäre sogar richtig gewesen. Ach, sehr gut. Bukarest, Budapest ist so auf der 4. Echt so weit? Krass. Ja, so hätte ich's hingesetzt. Wenn ich's gewusst hätte jetzt. Das ist falsch. Ich zeige euch, wo es hinkommt. Bukarest, Budapest ist nach Paris, München und mehr als Rostock. Aachen, Rostock, Aachen, 554 Kilometer Distanz. Brüssel, Moskau, die weiteste 2253. Athen, Prag, darunter 1500. Amsterdam, Barcelona, 1200 Kilometer. Salzburg, Innsbruck, die kürzeste 137 Kilometer sind das nur. Wie viel war Paris, München? 684 Kilometer. Das war mal ein bisschen drüber. Über mehr als 100 Kilometer, mehr als Rostock, Aachen, genau. Ja, Jay, damit bekommst du zwei Punkte und Peter einen Punkt und damit Endpunktestand. Jay gewinnt mit 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Strong. Herzlichen Glückwunsch, GG. Peter mit 3, mit einem. Ja, das waren doch schöne Listen. Es war aber cool. Auch, es war schwierig, aber machbar. Ja, machbar, genau, fand ich auch gut. Ja. Also ich meine, ihr habt ja euch ja auch echt gut geschlagen dabei, bei den, gerade bei den Städtedingen. Dankeschön, ihr habt ja auch wirklich gut geschlagen. Alles gut. Ja, also danke, Cyprian, fürs Vorbereiten. Ihr seid voll scheiße, deswegen habe ich gewonnen, ihr Loser. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.